Endlich, sag ich dir, ne? Ratsch. Bin damit. So. Viel Muni haben wir nicht. Okay, wir haben jetzt hier ein paar... Kommen sogar an einem vorbei, ja? An einem Vorratslager. Achso, warte, mich würde mal kurz interessieren. Achso, ja. Eine Verstauungsrisiko, alles gut. Dann bekommt der Arme endlich Handschuhe. Der hat Handschuhe an. Man sieht sie nur nicht. Ich finde das auch komisch. Aber der hat welche an, schau. Hier, da siehst du sie. Geile Skimaske und geile rote Handschuhe dazu. Aber man sieht sie so nicht, wenn er läuft. Das ist total kurios. Wo komme ich überhaupt lang, wo ich lang will? Aber er hat welche an, natürlich. Ich gucke doch die ganze Zeit, dass wir den warm anziehen. Damit wir nicht so frieren. Ich pass doch auf unser McGansey. Das Ding ist, ich habe nur ein bisschen Angst davor, wenn wir zurückgehen in den Knast, dass sie uns die Waffen abnehmen, ne? So ein bisschen meine Sorge. So, da ist die Straße. Gehe ich zuerst zur Vorratsposition? Theoretisch ist die ziemlich nah dran. Oh. Warte mal, geh mal eben hin. Ich finde mal was Nices. Nice und Scheiß. Eine Kiste wäre ganz gut, damit ich mal ein bisschen Stuff abpacken kann, weißt du? Sind die mal da oben, oder? Oder unten? Oben oder unten? Na, schauen wir mal. Das sind bestimmt Fäustlinge, damit kann ich schießen. Tatsächlich hat der Fäustlinge an, ja. Aber selbst wenn der Fäustlinge an hat, du kannst ja schießen. Da oben wahrscheinlich, oder? So wie ich es vermutet habe. Das Vorratsgedöns. Okay. Nee, warte mal. Ich kann auch sonst 30 Kilo tragen. Warum kann ich jetzt nur 22 tragen? Wegen den Medikamenten, oder? Oder weil ich im Arsch bin? Das ist die Frage. Schlafen wir einfach mal kurz eine Runde. Hier oben ist nichts, ne? Ne. Was machst du denn heute zu essen, Kari? Oder war es noch nicht? Dun, 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 dun. Hm? Wir kommen gar nicht höher, oder? Wollte ich ja Hühnerfrikassee machen. Ich habe vorhin Wiener Schnitzel gegessen. Und habe dazu dunkle Soße gemacht mit Karotten und Kartoffeln. Easy.
Na gut, dann gehen wir halt erstmal zurück zum Knast, damit ich mich ein bisschen entladen kann auch. Gibt bestimmt einen anderen Weg dahin. Ich finde es schade, dass man sich hier nicht in so ein Auto setzen kann und dann sagen kann, okay, man macht mal die Augen zu für 2 Stunden oder so. Bild? Wenn du willst, schicke ich Bild. Super. Kann ich, hab ich sogar gemacht eins. Ja, ich bin ja dabei. Super. Wenn ich hier nicht von einem Dings angegriffen werde, ist alles gut. So. Lade im Foodporn-Channel hoch. Kannst du gucken, habe ich gemacht. Foto. So, Knast, ja. Einfach die Straße weiter runter. Ja, es ist voll. Das ist so ein XXL-Schnitzel. Ich habe 2 Stück davon, ne? Ich wollte beide auf einmal in der Pfanne machen, aber. Juch. Meine Pfanne ist so klein dafür. Also esse ich es morgen nochmal. Aus der Knast. Achso, ich verliere immer mehr Gewicht, weil ich so im Arsch bin. Warte mal, habe ich nicht dabei, oder? Schade eigentlich. Ja, hol dir fix ab. Wie gesagt, ich habe für morgen auch noch eine Portion, ne? So. Gehen wir eben rein. Ich glaube, ich schlafe mal ganz kurz in diesem Vorraum. Denn eigentlich sind wir nicht so hart überladen, aber meine Wachsamkeit rippt gerade um. So hier. Cold is making my head feel thick. Ja, kalt ist nur ein kleineres Problem von uns beiden, McKenzie. Ich würde mich echt nicht wundern, wenn wir später gegen so einen Wolfie kämpfen müssen, ne? Oh, Pfannkuchen. Klingt echt gut, ne? Ich glaube, ich habe nicht so viele Eier da. Aber ich habe Apfelmus da. Mal gucken, vielleicht mache ich das am Sonntag, komm. So, jetzt müssen wir aber langsam mal durch die Türe. Ist keine Milch, aber Milch habe ich immer da. Immer so 2-3 Packungen habe ich eigentlich immer da. Falls ich es doch für irgendwas brauche. Run, baby, baby, run, run, baby, baby. Wir legen uns hier drinnen gleich mal kurz schlafen. Ja. Wir gehen hier drinnen gleich schlafen. Jetzt gut. Hat sich hier einen Schlafsack. Oh, perfekt. Gehen mal 6 Stunden schlafen. Reicht das mit der Wachsamkeit oder eher nicht so? Na komm. Warte mal. Trinken, essen, passt. Dann gehen wir nochmal 6 Stunden schlafen. Das ist wieder voll.
Okay, perfekt. Gut, dann einmal Bauch voll machen. Mit dem Plunder. Warte mal, jetzt mal Cranker, dann kriegen wir zwar wieder Durst, aber ist wurscht. Mal Cranker, einmal Wasser, dann passt das auch wieder. Ach, guck mal, ich habe sogar Ahornsirup dabei. Oh, nice. So. So, zack. Versteckt deine Gegenstände so, damit die Häftlinge sie nicht finden können. Ich hab's gewusst, ne? Okay, habe ich hier irgendwas? Oh, warte mal. Berichten zufolge sind 5 Männer, die alle eine lebenslange Haftstrafe im Schwarzwaldsgefängnis absitzen, im letzten Mord aus dem Gefängnis entkommen. Die Behörden räumten die Flucht in einem Memo ein, das uns von Medizinern zugespielt wurde, die derzeit über Verzugsanstalten in Kanada recherchieren. Von den 5 Geflohenen ist einer aus eigenem Antrieb zurückgekehrt, einer wurde von verfolgenden Beamten tot aufgefunden und 3 werden weiter vermisst. Die Gefängnisbeamten scheinen sich sicher zu sein, dass diese 3 bei ihrer Flucht durch das raue Gelände um das berüchtigte Gefängnis herum ebenfalls zu Tode gekommen sind, so das zugespielte Memo. Wahrscheinlich unsere Boys waren. Ding ist. Ich kann meine Sachen doch bestimmt im Spind verstecken, oder? Was auf jeden Fall gut wäre, wären die ganzen Sachen hier. Lalala. Aber viel Platz habe ich hier, glaube ich, nicht. Okay, den Klick können wir natürlich auch machen. So, packen wir alles weg. So. Egal, packen alles rein, dann nehmen wir später alles wieder raus. So, wir haben nur noch Klamotten dabei, das ist okay. Ich hoffe nur, dass die diesen Spind nicht durchsuchen. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Ort war. Hallo? Hallo, Sarah. Wow. Shit. You made it. I made it. I guess you're tougher than you look. I found stuff to help the warden. Medical supplies. Yeah. You'd better get in there to see him. He doesn't look too good. But first, you gotta let me frisk you. Mattis would have my balls if I let you sneak a knife in here. Kapitel 2. Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. You seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I know a doctor. And, I get hurt a lot. With friends like Mathis, I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's on its own locking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do... When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks I used some kind of override to keep Donner locked in there.
even when the rest of the cells went haywire. Well, did you? No. It's... I can't figure it out. But someone is out there messing with the system, messing with Mathis, and keeping Donner inside. I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not Saw, but I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sad phone goes down. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever was on the phone again, do whatever they ask. Because right now, they are the only thing keeping us all alive. Think we can trust them? The enemy of my enemy is my friend. Hey, how'd that happen? Wow. Yeah, must be glitchy. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. But they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. And you... risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts will be the first to die? And yet, here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes. You are. And why am I gonna do that? Well, because... Hard case. Right. Get back out there, pilot. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power. Though he's been no help, a map in the warden's office shows this place has its own power plant, so... go check it out. Give me some power, so I can open the gates to Solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie. Yes? Don't dawdle. Or... the warden gets it for real this time. Mathis said to give you this. That doesn't look like a coat. That's because it isn't. It's a bit of a map. Shows the way to the dam. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. I won't find the dam if I freeze before I get there. Do I look like a guy who gives a shit? You don't want to freeze out here? Then get moving.